Ja, wie ich Schamane war bin oder Medizinmann, erzähle ich vielleicht kurz. Angefangen hat es, als ich als Kind ab und zu schon mal seltsame Dinge erlebt habe und vor allem geflogen bin. Das war so das Ding, dass ich eigentlich nachts immer ums Haus geflogen bin und um die Bäume und das völlig normal von bis zu einem gewissen Punkt. Und dann hat es mich doch auch irgendwann mal beängstigt. Ja, ich habe das Glück gehabt, dass ich eine Oma kettern, die hellsichtig war. Ja, die gute Vorsehung gehabt hat und Vorahnung. Und es gab ein paar Leute in meinem Dorf, die spirituelle Dinge gemacht haben. Es gab einen alten Homöopath zum Beispiel, der sich für mich interessiert hat, der mir auch geholfen hat, meine Tiere wieder zu heilen. Ja, es gab einen Tierarzt, der mir geholfen hat, die Tiere zu heilen. Es gab meine Oma mit Wissen um Medizin und wie man einfache Dinge behandelt mit Hausmittel. Ich habe damals immer Tiere gehabt, habe auch verletzte Tiere immer mit Heum und gesund gepflegt und habe so ein Gespür entwickelt für Körper, für Krankheit, für was denn los ist. Ich konnte Brüche spüren, habe einfach Fingerspitzengefühl und durch das, dass die Tiere einfach direkt antwortet, ein Einfühlungsvermögen entwickelt. Das war wahrscheinlich so mal so meine wichtigste Grundvoraussetzung, dass ich Einfühlungsvermögen in andere Wesen entwickelt habe. Dann bin ich mit 18 Gott sei Dank meinem ersten Indianer begegnet. Das war auf einer Westernmesse, wo ich mit meinem Freund war. Das Ganze hat mich ziemlich angewidert. Ja, da gab es so Bullcutting, wo sie Kälber durch eine Halle gejagt haben und das wollte ich mitgeben und bin dann um die Halle rum. Und da saß ein alter Indianer, der mit seinem Sohn und seine Westernpferde dort war in Augsburg auf der Amerikaner war das. Und der winkt mich her und ich denke nur, was will der von mir? Ja? Und winkt mich her und ich setze mich neben dem und fange plötzlich an zu weinen. Ich habe plötzlich geweint und habe gedacht, was passiert mit mir in der Gegenwart von dem Mann? Und der schaut mich an und sagt, hey, ich habe auf dich gewartet. Ich habe dir was zu sagen. Und zwar habe ich dir zu sagen, dass du eigentlich ganz normal bist. Das, was du da erfährst durch die und mit dir, ist völlig natürlich. Ja? Wir Indianer, wir wissen darum und wir kümmern uns um die und du wirst irgendwann mal jemanden kriegen, der dir hilft, Medizin zu kriegen, der dir wieder hilft, mit deinen Fähigkeiten umzugehen. Und ja, alles wird gut. Und dann hat er gesagt, ich soll so ein paar Sachen machen, zum Beispiel wenn das und das eintrifft, soll ich dann da und da hingehen. Das habe ich dann gemacht, auch alles so. Und tatsächlich, als ich dann 27 war, bin ich dann Grandma Starr begegnet. Auf eine ganz witzige Art habe ich die US Army Base in Stuttgart-Vaihingen besetzt mit einer Sitzblockade, als die der Zweite Irakkrieg startete. Und wir haben da den ganzen Verkehr aufgehalten und ich begegne dieser Dame im Blickkontakt und mit auf Pferd, mit mir gingen Gefühlswallungen ab und ich denke, was passiert jetzt hier? Die guckt mich an und guckt durch mich durch und ich war total erschrocken. Und per Zufall bin ich dann dieser Dame 5 Wochen später begegnet über die Beihilfe von einer Freundin und Medizinschwester von mir, die dann auf eine ganz interessante Art der Grandma begegnet ist. Grandma hat dann uns zum Essen eingeladen und hat so der Freundin gesagt: Bring den, der immer lächelt, mit. Ich war damals auf Frohnatur, habe immer gelächelt und dann war ihr klar, ich muss der Daniel mitnehmen. Die macht die Tür auf und ich sehe die Dame von dieser Sitzblockade und die nimmt mich, wir nehmen uns in den Arm und ich spüre plötzlich eine tiefe Verbundenheit und ja, und wir haben uns wiedererkannt als Bruder und Schwester. Und Grandma Starr ist vom Gesamtältestenrat von den nordamerikanischen Indianern nach Stuttgart-Vaihingen geschickt worden, eben in diese Army Base, um für die Indianer, die in Deutschland leben und in der US Army dienen, als spirituelle Ansprechpartnerin und Zeremonialmeisterin da zu sein. In Folge bin ich dann 6 Jahre lang mit Grandma durch die Lande gezogen. Grandma ist eine sehr fähige Heilerin. Und hat mir erlaubt, dabei zu sein, wenn sie Heilungen gemacht hat, hat mir Heilwissen übertragen, hat mir Medizinwissen übertragen, hat mir irgendwann dann meine Medizinpfeife übergeben und hat mir in Pfeifermedizin eingeweiht und in erster Linie dann eben in die Kunst, Menschen auf ihrem Heilweg zu helfen, sie vielleicht sogar zu heilen. Sie auf jeden Fall zu stärken und sie zu helfen, sich selbst zu sein. Das habe ich von Grandma Starr gelernt. Und dann in Folge habe ich ganz vieles gemacht. Also, klar, habe ich natürlich auch ein berufliches Leben gehabt. Ich war unter anderem sehr lange
Sozialarbeiter, ich war mal Lehrer an der Hauptschule in der Kleinstadt, ich habe aufsuchende Jugendarbeit gemacht, ich war selbstständiger Handwerker davor, ich habe als junger Fliesenleger, wenn man müsse, von zu Hause aus, obwohl ich das überhaupt nicht wollte, ich wollte eigentlich Zoologie und Botanik studieren und dann Amazonas. Ich ging in Amazonas und bin dann da mit Indianern zusammen, mit Freunden, die dort haben und lernen dann auch dort dann ihre Heilkultur, lernen von den Nepalis ganz viel. Die haben meine Initiation als Schamane auch von den Nepalis gekriegt. Parbatirai hat mich mit einer Göttin hier von meinem Lieblingsplatz mit einer Naturgöttin verbunden und hat mir so meine Schamane-Initiation gegeben. Also das heißt, wenn ich Nepal-Schamanismus anwende, überlasse ich praktisch mein System, meinen Körper einer Naturgöttin hier aus der Landschaft und lasse sie dann die Heilungen machen oder mache mit ihrer Hilfe die Heilbehandlungen. Klingt für Europäer erstmal auch verrückt, gell? In Nepal ist das ganz alltäglich, dass man seinen Körper mal Ahne gibt oder mal Geist oder mal Gott gibt, um dann Heilungen zu bewirken. War für mich am Anfang auch eine Herausforderung, sowas zu tun. Das ist dann auch nicht immer leicht, gell? So, wenn man dann mal so auf diesem Weg ist, Schamane zu werden, ein Medizinmann zu sein, man wird erstmal auseinanderbaut, ja? Es geht um Tode zu sterben, ja? Es geht darum, seine Mauern, seine Blockade zu lösen, sein Ego aufzugeben. Ja, man kann letztendlich nur Heiler sein, wenn man auch sein Ego im Griff hat oder zumindest es handeln kann oder wieder einen richtigen Platz braucht. Der Platz vom Ego ist eigentlich der, dass es ein Werkzeug für uns ist, wo Strategie umsetzt und Gedanken umsetzt. Ja, dazu ist es super, aber es darf nicht die bestimmende Instanz sein. Ja? Die bestimmende Instanz ist, muss das Herz sein, muss das, der Bauch sein, vor allem unsere mächtige emotionale Schwungmasse, ja, muss eigentlich das Ganze machen. Und der Spirit, vor allem der Geist, ja, und dieses Übergeordnete, dieses Mehrdimensionale. Also auch unsere Wissenschaft sagt ja mittlerweile, es gibt garantiert mehrere Dimensionen, ja. Was auch zweifelsohne so ist. Das ist ja die moderne Wissenschaft mittlerweile jetzt total weit. Ja? Also, wenn ich denke, am Anfang, wo ich mit den Indianern zu tun gehabt habe, war das ganze Medizinwissen, ja, so, wie nennt man das? Ja, so, ja, wie heißt denn nochmal dieser Begriff? Humbug oder, na, wie ist denn Hokus der Begriff? Pokus. Hokus Pokus, genau. Und mittlerweile hat Wissenschaft und vor allem auch Quantenphysik und so weiter, die ganze Forschung da total viel belegt, dass es tatsächlich so ist, ja? Dass wir resonieren, dass die kleinsten Teilchen sich bei unseren Gedanken anfangen zu ordnen und wir tatsächlich Schöpfer unserer Wirklichkeit sind. Und Masaru Emoto, der das Wasser, das Gedächtnis vom Wasser erforscht hat, wir sind zum größten Teil aus Wasser, nimmt man mal die Forschung von Masaru Emoto und denkt sie konsequent zu Ende, dann sieht man mal, was allein möglich ist mit dem Wasser in unserem Körper, ja? Mit Wasser an sich als Element, ja, und. Das ist also ganz spannend und das spielt ganz, ganz viel dann eine Rolle. Ja, und halt eben wirklich so diese Aufgabe immer mehr auch vom Selbst und von diesem, was wir halt in Europa als Selbst verstehen, gell? Das Erlöser davon, um mal höhere Selbstplatz zu machen, höhere Wahrnehmung. Das ist eigentlich das, was auf dem schamanischen Weg auch passiert. Und halt die ganzen Tode. Also, ich habe, glaube ich, insgesamt, einmal war ich ganz drüber, dann hatte ich noch weitere zwei Nahtoderlebnisse, wo ich so in der Zwischenebene war. Dann bin ich aber auch mehrmals mit meinem Tod an sich konfrontiert worden. Ja, ich bin also mehrmals schon fast gestorben. Ja, das dient dem Ganzen. Gell? Also, wir müssen wirklich unsere ganze Vorstellung mal aussterben lassen. Vorstellungen von dem, was ist Wirklichkeit. Ja? Habe ich immer mehr gemerkt, dass ich da eine ganz andere Wahrnehmung davon kriege. Was ist Wahrheit? Was ist Lüge? Ja? Das wirklich zu erkennen, gehört da dazu. Was ist heil? Was ist krank? Ja? Das gilt es zum Erkennen. Und das muss man auch in sich selbst erkennen. Und das ist das, was es nicht immer einfach macht, ja, was es auch schmerzlich macht. Also viele von meinen Initiationen waren sehr, sehr schmerzlich, ja, fürs Ego und auch für den Körper und auch sehr entbehrungsreich.
Ich glaube, Schamane wird man durch eine Woche in den Workshop, ja, sondern als Schamane wirst du auseinanderbaut, gekocht und gegrillt und zerstückelt und wieder neu zusammengesetzt. Und als Schamane stirbst du ständig kleine Tode, damit du mit dem großen Tod auch umgehen kannst und auch mit den ganzen Ebenen umgehen kannst. Es gibt so viele Ebenen, die uns betreffen, nicht alltägliche Wirklichkeit, ja, die uns aber betrifft, ja. Nagual, tonal ist so ein Begriff, ja, unsere tonale Welt, wo wir agieren, ja, wo wir unseren Alltag managen und dann aber unseren Spirit, den es aber gilt zu pflegen. Und wir in Europa vergessen, unseren Spirit zu pflegen, unseren Geist zu pflegen. Wir kümmern uns um Schulden, Sorge und Gedönse, anstatt um unsere wahre Persönlichkeit, um unsere wahre Wirklichkeit, um die Wirklichkeit hinter der Wirklichkeit. Ja? Und das sind die Schätze, das sind wirklich die wirklichen Schätze. Und die wirklichen Schätze sind nicht Gold und Scheine, ja, Schein, das Wort Schein ist schon mit dem Wort Schein, Geldschein ja schon drin, sondern die wirklichen Werte, ja, sind die der Liebe, die der Verbundenheit, die der Familie, der Gemeinschaft, des Einsseins, des Kosmos, der Göttlichkeit, ja, all dem Unsichtbaren. Es sind so viele Schätze inne, die es gilt von uns entdeckt zu werden, ja. Ein Schamane ist auch immer ein Entdecker von neuen Wirklichkeiten und neuen Gedanken. Ja? Wenn ich denke, wie eingeschränkt mein Denken früher war, ja, wie dreidimensional das war, durch meine Schule, durch das Dorf, in dem ich groß war, bin in einem Dorf groß war, streng katholisch, 700 Einwohner, alles kontrolliert, alles streng. Ja? Ich habe gemerkt, ich muss da raus, ja? Sonst war ich krank, noch kränker, als ich war als junger Kerl auch mal sehr krank. Ich konnte nicht mehr schlafen und war nauferkrank. Und ich muss zum Beispiel mit 17,5 ungefähr bin ich in den Wald und habe meine Ziegenherde, mein Pferd, mein Rabe und meinen Hund geschnappt und bin raus aus dem Dorf und habe angefangen, in der Natur zu leben, 4 Jahre lang, weil ich diese enge und auch diese enge Vorstellungen von was Recht ist, nicht ertragen konnte. Das war mir alles zu verlogen auch. Ja? So der Dorfkatholizismus bringt auch so seine Lüge und Deckelungen mit. Und letztendlich ganz im Hintergrund sind die schlimmsten Dramen passiert, ja, aber man hat alles gedeckelt. Und ich musste für mich diesen Deckel öffnen, wie wäre sonst platzt. Und dann Zuflucht gesucht in der Natur, Gott sei Dank, als junger Kerl, wo andere auf Partys gegangen, bin ich halt draußen gelebt in der Natur mit meinen Tieren und habe dort meine Abenteuer erlebt und habe auch dort Dinge erlebt in der Natur, mit den Tieren, die alle Vorstellungen, die bislang bei mir waren, völlig überstiegen haben. Die haben unglaubliche spirituelle Erlebnisse gehabt mit Kräften in der Natur, Begegnungen mit Tieren, die unglaublich waren. Ja? Also die wirklich an so Hubertus-Erfahrung auch hingegangen und ein ganz tiefes Verständnis für die Zusammenhänge in der Natur. Und die haben auch mit der Natur und von der Natur gelebt. Und ich darf sagen, dass ich wirklich meiner Natur darin begegnet bin und dass mir das auch der wichtigste Schatz meines Lebens ist, dass ich mich jederzeit verbinden kann mit der Natur und dass es auch gar keine Trennung gibt zwischen mir und der Natur, sondern das alles ist und das alles bin ich. Ja? Und das alles, in all dem bin ich verwoben. Ja? In dem allem sind wir verwoben. Ja? So dieses Netz, dieses Gewebe des Seins und des Lebens und all deine Formen, die Muster zu erkennen, das macht mir am allermeisten Spaß, im Schamane zu sein. Und das ist immer, ich weiß, so all die Welt, ja, und auch noch mit meinem letzten Schnaufer darf ich was Neues machen. Und so, das ist das, was mir an der Sache gefällt. Und dass ich auch immer ganz direkt und ehrlich zu mir selber sein muss. Das ist aber das, was ich echt brauche. Ich mag sonst, hätte ich das alles nicht erlebt, ja, wäre ich auch jemand, der auf der Flucht sich befindet. Und so bin ich nicht auf der Flucht, sondern bin auf Konfrontation aus mit mir selbst und auch mit dem, was da bei meinen Patienten, nenne ich sie jetzt mal, eigentlich nenne ich sie lieber Gäste, passiert, bin ich auch in Konfrontation. Und gehe mit dem und deal mit den Energien, die da sind. Und gehe da damit um. Ich gehe mit den größten Abgründen der Menschheit um. Ich habe schon Massenmörder in meiner Jurte sitzen gehabt. Menschen, die schlimmste Dinge erfahren haben, als Täter, als Opfer, die Leid erzeugt haben. Ja? Und
mit diese, all diese schlimme Abgründe des Menschseins kann ich umgehen, weil ich dem allem ehrlich und wertfrei begegne. Und das braucht es, damit Heilung geschieht. Die Welt braucht sowieso, das hat der Dalai Lama letztes Jahr ganz schön gesagt, gesagt, die Welt braucht Freigeister, Liebende, Heiler, ja, Liebende aller Art, ja, und sie braucht auch Heiler aller Art, ja. Und wenn jemand seinen Zugang entdeckt, dass seine Hände heilen können, dass sie Liebe geben können, wenn jemand entdeckt, dass er Liebe geben, zu geben hat, ja, Gott sei Dank, endlich, gib deine Liebe, halt ihn zurück, heilt alles, ja, er heilt es mit eurem Herz und mit eurer Liebe. Und guckt, dass er euer Umfeld und eure Familie und euren Freundeskreis immer heil betrachtet und auch helft, heil zu sein. Das ist das, was wir zu tun haben. Eigentlich sind wir alle Heiler, eigentlich sind wir auch alle Heilgeber, ja? Heilschenker, Heilbringer, wenn wir uns das erlauben. Und ich bitte auch jeden darum, erlaubt euch Heiler zu sein, erlaubt euch Liebende zu sein, erlaubt euch wirklich die Dinge zu tun in aller Konsequenz. Oh, ja. Oh, schön. Oh, was der. Ja, Vita.